Guten Abend, ich heiße Lorena und mein Thema ist ein Traum, eine Realität. Weißt du was? Das Lesen ist für mich mein Lieblingshobby. Ja, sicher. Wenn du liest, kannst du mit offenen Augen träumen und das finde ich ganz spannend, weil die Fantasie keine Grenzen hat. Ach so, das Tor zur Liebe. Oh, Bichon, ich erinnere mich noch an diesen Abenteuerroman, mein Lieblingsbuch aus der Kindheit. Es hat Lust auf Lernen und Reisen gemacht. Und vielleicht hätte ich darum immer diesen Traum von der Weltreise. Ja, das denke ich. Ich wollte schon als Kind immer weggehen, reisen und die Welt sehen. Und obwohl alles oft ganz anders wird, habe ich immer gedacht, früher oder später würde ich es erreichen. Ich muss sagen jedenfalls, dass mein Traum plötzlich Realität war. Ja, genau. Weißt du was? Vor kurzem habe ich in Bern ein tolles Jobangebot von einer Versicherung bekommen. Würde ich diese Chance nutzen? Freilich. Sein Glück. In den letzten zwei Wochen werde ich in der Schweiz sein. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, dass ich dort bin. Ich glaube, dass es eine unvergessliche Erfahrung sein wird. Ja, ich weiß es. Fremdes Land, andere Kultur, andere Menschen, neue Dinge entdecken, das ist für mich ein Schatz. Jeden Tag wird ein kleines Abenteuer sein. Weißt du was? Ich finde, Onkel Thomas hat völlig recht, wenn er sagt immer, dass wir uns unsere eigenen Grenzen stellen. Ja, das ist ganz richtig. Siehst du, wenn du es wirklich willst, ist alles möglich. Was noch? Ach ja. Ich bin restlos glücklich, mit dieser beruflichen Chance zu verbessern. Die neue Arbeitsbedingungen sind einfach toll. Bei dieser neuen Firma werde ich mehr bezahlten Urlaub und Wochenarbeitszeit als früher haben. Und das Gehalt ist übrigens auch ganz gut. Also die perfekte Motivation. Es ist wahrscheinlich, dass alles am Anfang ein bisschen schwierig sein kann. Ich weiß es, ich kann es mir vorstellen. Aber weißt du was? Ich liebe Herausforderungen. So, kein Problem. Ich werde mich schon zu helfen wissen. Es lohnt sein. Entschuldigung. Zum Glück spreche ich Deutsch ziemlich wissen. Ich wollte immer diese Sprache in kommunikativen Situationen sprechen. Also wird das die perfekte Chance sein. Ich vermute, dass das Heimweh unvermeidlich sein wird. Ich weiß es. Meine Heimat, meine Familie, meine Freunde. Aber hier oder deswo gehört mein Herz ihnen und sie wissen das. Weißt du was? Alles hat seine Zeit. Jetzt oder nie. Ich hoffe nur, dass es klappt. Ich hoffe, dass meine neuen Kollegen sehr nett und lustig sind, weil eine gute Gesellschaft besonders wichtig immer für mich ist. Ich habe etwas sehr wichtig gelernt. Wenn du mit der passenden Person bist, kann jeder Ort besonders sein. Und das ist eine Realität. Und das ist alles. Dankeschön.